Jahrbuch 2018, 31. Auflage, Dreierteam von Frauen. Also ich muss sagen, ich fühle mich geehrt mit deinen, natürlich auch in der Buchhandlung. Von mir aus gesehen links Zara Mehrmann, in der Mitte Caroline Scherli und rechts Claudia Finkere. Und Zara, ja, sie gibt sich unglaublich Mühe, dass sie nicht die Chefin sein will. Aber ich frage zuerst mal, Zara, wie ist es dazu gekommen, dass du da mitmachst? Also wir sind eigentlich alle gleichzeitig. Von der Susan Keller, sie ist Präsidentin vom historisch heimatkundlichen Verein Werderberg. Und wir sind angefragt worden, um ein neues Konzept, also um in eine Gruppe rein, um mit dieser Gruppe mitzuarbeiten, an einem neuen Konzept für das Jahrbuch. Und genau. Aus dem heraus ist das entstanden. Und ist das ein bisschen definiert gewesen? Weißt du, was für eine Art von Konzept? Jetzt soll es volkstümlicher sein oder... Nein, also wir haben das definiert. Ihr habt es definiert, ja. Wie sind ihr vorgegangen? Ja, wir haben zuerst probiert zu analysieren, wie das bisherige Jahrbuch war und haben dann uns überlegt, was man könnte oder sollte neu machen, damit das Jahrbuch wieder bei einer breiten Bevölkerung stärker verankert wird. Caroline, man hört, gell? Du bist eine Baslerin. Ja, Baseland. Wie bist du auf dich? Wie bist du hergekommen? Genau. Ja, es hat sich so ergeben, dass wir hier in die Gegend gezogen sind und dann bin ich zur heimatkundlichen Vereinigung Werderberg gekommen und so bin ich dann in das hineingerutscht. Ja. Claudia, gell, du hast auch Geschichte studiert, du unterrichtest auch noch. Genau. Wie bist du jetzt auf das Jahrbuch gekommen? Susan Keller hat mich an einem Vortrag in St. Gallen gesehen, beim St. Galler Historischen Verein und hat mich dann angefragt, ob ich nicht auch beim Werderberger Verein mal ein bisschen mitwirken würde, bei Vorträgen, bei der Stammrunde. Ja, und dann bin ich so reingerutscht. Und gefällt es dir? Ja, sehr. Ich unterrichte momentan nur Deutsch und jetzt habe ich gleich noch ein bisschen meine Geschichte, wo ich mitwirken kann. Deutsch, gell? Auch gerade bei Flüchtlingen so noch? Genau, ja. Ja, ja. Das Buch jetzt hier, das war für dich eine Herausforderung auf einer anderen Art? Ja, sicher, weil bisher habe ich selber geschrieben und einfach dann abgegeben und gedacht, ja, der macht dann schon der Redaktor, dass es gut rauskommt. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite gestanden und habe selber anderen Leuten den Auftrag gegeben und dann die Texte, die sie geschrieben haben, bekommen, lektoriert und halt genau in der Richtung. Caroline, das war eine Herausforderung, oder? Natürlich die Texte auch mit den Autorinnen und den Autoren sind ja sehr, sehr viel vielleicht anzogen, zu bearbeiten, vielleicht nicht zu viel verändern, gerade so gut, wie es eben dann ja, noch verträglich ist für die Autoren. Oder wie ist das von sich gegangen? Ja, das ist eine grosse Herausforderung, dass man ein gutes Mittelmaß findet, zwischen, damit die Qualität doch stimmt, aber man gleichzeitig nicht zu stark in den Text, den man bekommt, eingreift, weil viele Autoren da machen das nicht ganz professionell, das ist nicht ihr Beruf oder haben sich das selber halt angeeignet. Und so soll das auch sein für das Jahrbuch. Und das ist sicher die grösste Herausforderung, dass man mit sehr vielen unterschiedlichen Autoren zu tun hat, von wirklich Laien über bis hin zu Wissenschaftlern. Und ja, das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, hat es da grosse Diskussionen gegeben? Hat sich eigentlich im Rahmen gehalten, würde ich sagen. Sarah? Also, wir haben uns das eigentlich aufgeteilt. Jeder hat so seine Autorinnen und Autoren, die er quasi betreut. Und jetzt ich mit meinen hatte nicht wirklich grosse Diskussionen. Du bist selber Autorin gewesen, natürlich. Ich war ja auch Autorin gewesen, genau. Ja. Ich habe beide Seiten gesehen. Hast du Diskussionen mit ihren Kollegen? Mit mir? Ja, also ich vielleicht mit mir selber. Ah, okay. Nein, also ich bin ja froh, wenn man an meinem Text noch ein bisschen, wenn man mir noch Inputs und Ideen oder Korrekturmöglichkeiten gibt. Wie bist du jetzt auf die Schriftstellerin gekommen? Ja, das ist eine längere Geschichte. Weil das ist eigentlich, bin ich an dem schon sehr lange dran gewesen und noch, das wäre eigentlich geplant gewesen, noch von der alten Redaktion. Also sie haben mich mal angefragt, ob ich mir das anschaue, weil ich Literaturwissenschaftlerin bin. Und dann habe ich das jahrelang den Nachlass von der Hedwig Zog Göldi. Ich weiß nicht, ich kann es vielleicht mal schnell zeigen. Genau. Können wir das mal so
Da müssen wir vielleicht sagen, gell, das war Lehrerin, gewesen, lange in der Weite tätig ist, dann geht man nachher, also in St. Gallen aufgewachsen, nachher auf Zürich gezogen und so weiter, ist das Gretschinze, spielt sich zum Teil auch die Geschichten ab von dem Mädchen, der zurückgekommen ist von Zürich nach Gretschinze, oder? Also, es ist irgendwie eine Heimatgeschichte, oder? Und darum frage ich mich eben, wie bist du als junge Frau jetzt genau auf die Autorin gekommen? Also, ich bin wirklich von der alten Jahrbuchredaktion bin ich angefragt worden, ob ich mir das, weil der Nachlass, der ist im Kulturarchiv, also alle Bücher und auch Briefe und also es ist eine riesige Kiste mit Material von dieser Hedwig Zock-Göldi. Und sie haben mich angefragt, um das einmal anzuschauen und das habe ich dann gemacht und das ist aber wirklich schon 4 Jahre her und in der Zwischenzeit bin ich dann schwanger geworden, habe nachher ein Baby daheim gehabt und habe einfach keine Zeit gehabt, um das zu machen. Und jetzt hat es halt zu dem Thema Kindheit hat das einfach dann so gut gepasst, dass ich gefunden habe, ich schaue mir jetzt das wirklich nochmal an und ja, schreibe etwas dazu. Eine faszinierende Person, gell? Irgendwie auch ein bisschen in den Büchern drin. Sie stellt sich zum Teil auch ein bisschen selber dar, also ein bisschen die Liebe zu der Heimat, vielleicht auch zu einem engeren Raum als zur Grossstadt, oder sehe ich das verkehrt? Die Bücher, also die über die Geschwister Wartburger, hat sie eigentlich für ihre Kinder geschrieben. Ja. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass es so eine klassische Frauen-Schriftstellerinnen-Biografie ist in der Schweiz. Weil auch Johanna Spiri hat eigentlich ganz eine ähnliche Biografie. Das sind Lehrerinnen, die nachher vielleicht Kinder bekommen, nicht mehr arbeiten können, weil früher hat man das wirklich nicht. Also ja, wenn du Kind hast, hast du nicht nachher weiter arbeiten können. Und dann haben sie angefangen zu schreiben, weil sie wie vielleicht gleich noch wollen etwas weitergeben. Und ja, sie, also ihre Biografie passt eigentlich genau. Ja, weißt du, was mich so ein bisschen fasziniert hat? Ich denke mir, die Geschwister Wartauer, man hört immer von Heidi, du hast ja eine Spier erwähnt, aber die Geschwister Wartauer haben ja auch eine gewisse, ja, vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit. Warum, dank dir, habe ich dann erfahren, dass es Schriftstellerin gibt. Das ist wahrscheinlich auch etwas vom Jahrbuch, wo man, wenn man das eben liest und aufschlägt und sich mit dem beschäftigt, dies und jenes erfahrt, was schon lange unter uns ist, aber wo man dann wirklich erst so ein bisschen damit beschäftigen kann, wenn man das auch liest. Also ich hoffe es, ja, dass es so ist. Ja. Ich hoffe schon, dass das Buch auch so ein bisschen Aspekte vom Werdenberg zeigt, die halt da sind, wo man aber nicht so kennt. Werdenberg, Claudia, da kommt schon eher von so ganzen Land her. So. Aber was man aber sagen kann, wir haben gesagt, du hast Schüler, die zum Beispiel nicht sehr gut Deutsch können. Und ja, manchmal ist ja etwas einfach auch zu hoch stehen. Ist das jetzt ein Buch, das auch wieder ein bisschen unter die Leute kommt? Wie schätzt du das ein? Ich weiss, du warst ein super Schüler, super Maturabschluss und so weiter. Aber ist das also etwas, was du jetzt auch ich verstehe oder andere, die vielleicht nicht hochwissenschaftliche Texte schätzen? Also man muss sicher unterscheiden, ob jetzt das meine Schüler, die erst seit 2 Jahren da sind, von der Werdenberg und der Schweiz noch nicht viel verstehen und erst Deutsch lernen. Also für die wäre es sicher schwierig, Deutsch, aber für die anderen ist das kein Problem. Das sind ganz verschiedene Texte, wissenschaftliche, literarische. Die Sprache unterscheidet sich und es hat für jeden irgendetwas, was ihn interessiert und was er auch versteht. Und das ist ja irgendwie, aber schon süffig zum Lesen, gell? Also, da muss man zuerst eine Matura abgeschlossen haben, eine wissenschaftliche Arbeit mal noch verstanden haben, sondern man kann das Jahrbuch nicht. Jeder kann das lesen, oder? Selbst auf jeden Fall. Vielleicht sind ein paar Texte schwieriger als andere, aber es gibt auch solche, zum Beispiel die Aufzeichnungen von Elisabeth Schellibaum, geboren Eckenberger, die erzählt, wie sie zu Buchs aufgewachsen ist, wie sie es erlebt hat mit ihrer Krankenschwester, das ist ein Spruch, ein alltäglicher Spruch. Ja. Und sehr berührend und sehr einfühlsam erzählt und sehr spannend zum Lesen. Hast du das redigiert? Ja, transkribiert. Ausgewählt hat ihre Tochter, Eva Schellibaum. Ich habe es einfach transkribiert. Und genau. Dann weißt du, wer der Pauli ist? Sie schreibt immer vom Pauli. Leider nicht, nein. Das ist der Paul Bühlmann, der Schauspieler. Also der Kind, der Martin und Agnes, die waren immer dort. Ich muss das verraten, ich bin selber in der Schule, das 20 aufgewachsen. Habe die Frau natürlich kennt, auch Trudi und Betty und so weiter. Ja, also es ist schon sehr interessant und wirklich auch eben berührend, wie du richtig sagst. Ja. Genau, ja, ja. Also meine Großmutter ist auch hier aufgewachsen und sie kennt die Leute auch. Und ich denke, viele Leute, die hier
aufgewachsen sind, aber auch wo anders herkommen und sich ein bisschen mit diesen Leuten unterhalten. Die kennen dann vereinzelt Personen, die da vorkommen. Und es ist natürlich auch schön, zu sagen, ah ja, da war da zumal, wir haben die noch getroffen. Mhm. Ja. Genau, da ist noch ein Foto von mir. Genau. Von Elisabeth und Paul. Das ist dort, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Da hat es nämlich also einen Jauchekasten gehabt. Dort haben wir einmal Fußball gespielt davor. Da kann ich mich auch mal gut erinnern. Und einmal haben wir dann gesagt, der Martin war eben der Sohn von Pauli. Da haben wir gerufen, oh, der Martin ist aber kein Bett, ist halt zu tot verschrocken. Ich kann mich erinnern an den Kasper Rickenberger. Also, ja, da habe ich mich selber auch wieder gefunden. Übrigens ist der Heiner Schlegel jetzt dort, der Heigel, in dem Haus Schulenstrasse 20. Und Rudi Lorenz war Kindergärtnerin. Caroline, hast du die Region jetzt dank dem, dass du das beim Buch mitgemacht hast, auch etwas besser kennengelernt? Ja, auf jeden Fall. Klar, das passiert automatisch, wenn man einen Text da zu tun hat, wo aus der Region kommen und von der Region handeln, ganz klar. Ja. Also darum, das Buch, denke ich, ist auch, das haben wir uns auch überlegt, sollte schon auch ein bisschen über den Werdenberg ausgehen und ausstrahlen. Darum haben wir auch die Themen bewusst allgemein gewählt, das Thema Kindheit. Könnte etwas sein, das jetzt nicht nur da für Werdenberg interessant ist, auch wenn der Fokus klar auf der Region liegt. Aber ich glaube, das Buch kann einfach aufgrund von der thematischen Fokussierung wirklich auch spannend sein für Leute, die nicht von hier kommen. Gibt es irgendwie einen Lieblingstext für dich? Was ist jetzt als Basler? gute Frage. Muss mal schnell ins Inhaltsverzeichnis schauen. Nicht speziell wegen meinem Basler oder Baselländer Hintergrund. Das hat jetzt da Baselland? Ja, Baselland, genau. Das hat jetzt da gar keinen Einfluss. Entweder Lieblingstext aufgrund von meinem Hintergrund. Ich bin Kunsthistorikerin und darum habe ich mich schon gerne mit den kunsthistorischeren Texten befasst. Beispielsweise die Texte rund ums Kirchenjubiläum von der Michaelskirche in Gams, die ich auch betreut habe. Und die sind mir einfach fachlich auch näher. Beispielsweise der von der Caroline Krumm, wirklich zur Kirche, zur Baugeschichte von der Kirche selber. Und das ist auch für mich thematisch etwas, was mir sehr nahe liegt. Es hat übrigens auch eine Geschichte, die Verwandtschaft hat mit Fülitzdorf. Da sind aber immer dahergekommen. Da kann man sich gut erinnern. Oder? Okay. Ja, genau. Das war die beste Kette. Sie haben immer gesagt, die anderen sagen ja und die anderen sagen ja. Und sie haben dann eine Krise-Epoche von Baselland. Es gibt doch auch Bezüchungen. So. Also wenn man das Buch liest, ich habe wirklich nur gerade drinnen gestöbert, ganz kurz. Es ist sehr, sehr interessant, ist lesbar, ist süffig. Und es bereitet auch irgendwie einen anderen Horizont, oder? Würdest du das auch so unterstützen? Ja, auf jeden Fall. Doch, das ist auch unsere Hoffnung, dass das so funktioniert. Jetzt hat es ganz viele Autorinnen und Autoren gegeben. Und da hat mich irgendwie gewundert, dass ihr so viel hingekriegt habt und auch geschrieben habt. Also der Wartal Schuler, das Präsident schreibt, der ehemal Radio Gonze CEO schreibt. Also Leute, die ich denke, die würden das nie machen. Ist es noch schwierig, Sarah, die zu überzeugen? Nein, überhaupt nicht. Nicht? Nein, wirklich nicht. Also es haben eigentlich alle, ich glaube, es haben alle die Texte schreiben. Also ich musste niemanden überreden dazu. Das heisst, nächstes Jahr Buch ist gesichert? Ich hoffe es. Vielleicht ist jetzt auch so ein bisschen der Hype vom Neuen vorbei. Und oder es finden es alle gleich nicht so gut. Nein, ich hoffe, wir haben auch jetzt schon wieder eigentlich viele willige Autorinnen und Autoren für das nächste Jahr. Also gibt es nächstes Jahr schon wieder eins? Ja, es ist ein Jahrbuch. Ja schon, aber ich meine, es ist ja wirklich eine sportliche Aufgabe, also nicht? Ja. Das könnte ja auch zwei Jahre ein Buch sein. Das ja, aber dann müsste da stehen zwei Jahre ein Buch. Gut, okay. Also ihr seid alle wieder dabei? Ich nicht, nein, aber Sie beide. Und Sie haben schon einen Ersatz gefunden für mich. Genau. Warum bist du nicht mehr dabei? Einfach aus Zeitgründen. Ich habe ein sehr grosses Stellenpensum und promoviere noch nebenan. Und es ist einfach zu viel, hat sehr viel Spass gemacht. Vielleicht bin ich auch später mal wieder dabei. Das Leben ändert sich ja und vielleicht ist es in ein paar Jahren, sieht meine Situation wieder etwas anders aus. Aber einfach, irgendwann muss man sehen, sein Zeitmanagement irgendwie realistisch einschätzen. Und wenn man es nicht mehr so in dieser Qualität machen kann, wie man es sich eigentlich wünscht, dann ist es besser, dann sich wieder ein bisschen zurückzuziehen. Okay, das schlägt kein Geissen weg, das wollte ich ja thematisieren. Es ist eine riesige Zeit und wenn wir ganz ehrlich sind, nicht gerade unglaublich gut zahlt. Ja, das gehört zu so einer Aufgabe dazu, aber ja. Ist das so ein bisschen eine Frauengeschichte? Viel Arbeit und wenig Bezahlung? Müsste es nicht sein, oder? Müsste es nicht sein? Aber? Nein, müsste es nicht sein. Aber? Ja,
Ich glaube, es ist eher so ein Geisteswissenschaftler-Geschichte. Ja, ja. Also dir macht Spass, mir, mir macht es Spass, ja. Und es ist halt auch eine Chance. Also ich glaube, jetzt gerade, wenn man so ein Studium hat wie wir alle im Hintergrund. Und also jetzt bei mir, ich habe studiert und gleichzeitig Kind gehabt. Und dann muss man sich halt wie so etwas aufbauen. Und für, es ist eigentlich auch eine grosse Chance, um das zu machen. Aber ich hoffe, eigentlich sollte es keine Frauengeschichte sein. Ich glaube, dass es auch Männer können so gehen. Die haben vielleicht, ja, die sind halt nicht noch schwanger zwischendurch. Ja, weißt, ich stelle immer wieder fest, aber das ist vielleicht meine Meinung, oder, dass immer bei Arbeiten, die sehr viel Engagement brauchen und wenig Geld dahinter steckt, immer wieder sehr viel ja, weibliches Engagement dahinter ist. Ich würde mir wünschen, dass das sich vielleicht einmal ein kleines bisschen ändern würde. Und das wäre für mich eben darum auch so ein bisschen ein Thema. Ein Jahrbuch mit der Qualität, die hier rauskommt, die eben auch unter das Volk kommt, dass vielleicht auch das einmal ein Zeichen ist dafür. Wow, dann drei Frauen etwas wirklich Grossartiges für die Region geschaffen und dass man vielleicht das sagt, das muss man nicht schätzen und wertschätzen. Also, wie siehst du das, Claudia? Du bist sicher die Jüngste. Ja, selbstbestimmt. Ja, ja, Kultur ist oft halt, dass man einfach viel dafür macht und es wird, also ich denke, es wird auch geschätzt, aber Kultur ist oft halt so, dass man nicht wirklich reich damit wird. Aber ich finde das gut, wenn das jemand macht und es ist wichtig, dass man für Kultur halt einfach auch ein bisschen Eigeninitiativen und halt nicht immer aufs Geld schaut, sonst würde es wahrscheinlich aussterben. Und wichtig natürlich ist es, das muss man auch sagen, also das Jahrbuch müssen wir jetzt kaufen, oder? Natürlich. Das wäre etwas Wichtiges, natürlich, oder? Ja. Kann ich noch etwas anmerken? Ja, natürlich, du kannst alles sagen. Man kann es ja auch umkehren, weil eigentlich haben sie jetzt ja 30 Jahre lang ist ja eine männerdominierte Redaktion gewesen. Genau. Und die haben das ja auch mit Herzblut und für wenig Lohn eigentlich gemacht. Und jetzt, es ist ja, also wenn man jetzt fragt, ist das eine Frauengeschichte, machen das nur Frauen? Nein, in dem Fall ja nicht. Aber es ist ja schön, dass jetzt quasi drei Frauen die Chance gekriegt haben und versuchen zu nutzen.